Herzlich willkommen hier bei Jack 1477. Ich will mit euch ein neues Spiel spielen. Ich fand das irgendwie witzig. Ich habe es ganz kurz mal geguckt. Das ist der Supermarket Simulator Early Access. Also, ihr könnt schon spielen, aber das Spiel ist natürlich nicht fertig. Ich dachte mir, war eigentlich mal ganz, sah interessant aus. Und ich dachte mir, warum spielen wir das nicht mal so? Das werden wir jetzt tun. Die Musik kriege ich leider nicht aus. Ist dann so. Dementsprechend geht das jetzt mal los. Und zwar machen wir hier mal ein neues Spiel starten. Oh, und geht schon los. Willkommen beim Supermarket Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Ja, sollte man generell tun, ihr wisst es, aber viele kriegen das nicht immer hin. So, das heißt, wo kaufe ich denn jetzt? Nein, gesperrt. Hier anscheinend. Zack, Markt. Gucken, was wir hier haben, würde ich mal sagen. Ich finde gut. Was haben wir an Kohle? Nix. Auf Waren, den du deinen Computer nutzt. Ja, das. In den Warenkorb. Zack. Mehl ist eine gute Idee. Zack. Achso, wir haben doch Kohle. Wo sehen wir das denn? $50. Da oben. Ah, gefunden. Okay, $50. Dann kommen wir damit ja schon mal nicht hin. Wo ist hier Warenkorb? So. Warte mal. Dann muss... Alter. Okay, Pick Müsli. Na, das kann raus. So, jetzt sind wir bei $20. Das sieht doch schon besser aus. Was hatten wir jetzt überhaupt drin? Rons geschnittenes Brot. Kraftung Mehl. Okay, dann nehmen wir nochmal hier... Puder. Zucker, Nudeln. Und Lespiesöl. Okay. Dann nehmen wir das Lespiesöl erstmal raus. Jetzt haben wir noch $6 über. Oder ist das Dollar? Ja, ist Dollar. Okay, kaufen wir. Ja, erledigt. Will ich den Computer verlassen. Und die Waren... Aha. So, aufheben. Dann öffnen. Okay. Dann geht das los mit Platzieren. Okay. Okay, und der soll dann ja in die Mülltonne. Okay. Zack, das ist jetzt dieses Mehl, würde ich mal sagen. Da wir ja noch zu haben, können wir die Preise gleich festsetzen. Das ist ja kein Problem, würde ich mal behaupten. Das war jetzt das Mehl. Das kommt dann hier oben hin. Das hat eh noch keinen Sinn und Verstand, ist klar, ne? Aber... Wie die Autos sich anhören. Dann machen wir einmal hier so. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, und. Das auch weg. So. Jetzt müssen wir, du... Achso, Entschuldigung. So, Marktpreis 3,71. Machen wir da einfach... 4. $4. Wir müssen ja ein bisschen teurer sein. Marktpreis ist 3,12. Das heißt... machen wir 3,50. Oh, 350 Euro ist schlecht, glaube ich. 3,50. So. 3,96. Dann können wir ja sogar schon 4,50 sagen. Ist ja was, müssen wir auch verdienen. Da 4,83 €, $4,83. Machen wir ja schon 5,50 $. Oh Gott, ich muss erstmal dran gewöhnen. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwer kauft, aber wir tun es trotzdem. Zack. Open. Hallo, guten Tag, komm mal rein. Echt, du Kaufe? Mann, bist du blöd. Danke, danke, danke. So, hier. Zack. Gib mir das. Ja. Da kriegt er wieder Wechselgeld 40. Und 50. Hier, bitte. Nehme Geld. Wie geht's? Guten Tag.
verkaufe. Hm? Was soll er denn? 3,50. 3,50. Zack. Tschüss. Guten Tag. Kaufe ein. Du auch Karte. Okay. 9,50 €. 9,50. Das war's schon. Hey, das ging ja zackig, oder? Kassierung durchführen. Drei von. Ja, guten Tag. Komm mal rein, komm mal rein. Nur Mehl? Alter. Oh Gott. 0,000. Oh. Tschüss. Noch wer? Ist nichts mehr los. Wir haben gut was eingenommen, würde ich schon mal sagen. Ha! Guten Tag, junger Mann. Komm mal rein hier, wa? Öffne die Kasse. Was geht ab? Danke, danke. 44,50, Alter. 40. 1, 2, 3, 4. 50. Zack. Tag. Mit Cordy. Geht los, Meister. Geht los. 4 Euros. 4 Dollar, sorry. Was geht ab? Danke. Auch mit Kärtchen, Chlor. 7,50 €. Tschüss. Zurück. Okay, ich kann die Kasse auch auflassen. Das ist gut. Wir nehmen gut was ein, Leute. Wir nehmen gut was ein. Hey, hey. Willst du Koks? Komm. Komm schnell. Komm. Komm mit. Komm. Oh. Tut mir leid, ich habe leider keinen Koks, aber. Mehl. Das hilft auch. Zack. Cardi? Okay, geht los. 5. Ich. Tada. Hau rein, Meister. Ich glaube, wir könnten schon mal zumindest gleich mal Mehl kaufen, würde ich mal sagen. Weil das ist das, was am meisten schon mal leer ist hier. Einer ist noch da. Und was willst du? Auch mit Karte. 8,50 $. So, viel los hier heute. Was gut ist. Oh, er will Mehl. Zack. KD, ja. Zack. Und zack, zack. Bitte, danke, tschüss. Oh, das ist ja. Ja, ja, auch mit Karte, Alter. 2,50 $. Tada. So. Ich bin gefangen. Ah, ich bin raus. So, jetzt brauchen wir hier mal irgendwie nochmal Mehl. Einer will was, dann kann ich das schon mal auffüllen. So. Muss ja auch so kaufen. Zack. Moin, Männers. Ich bin sofort da. Zack. Geht sofort weiter. Ah, ihr kauft ja noch fleißig ein hier. Tachchen. Der Braut, jo. Was sollst du haben? 15. 10. 15. 50. Bitte. Moin. Danke. Was sollst du denn haben? Nix. Gut. Tschüss. Ah, geht doch gut. Dann können wir jetzt ja auch mal was Neues dazu nehmen, würde ich mal sagen. Hier Puderzucker haben wir. Dann nehmen wir jetzt endlich mal Öl mit. Zack. Kaufe. Einer will noch was? Doch. Der Meister da. Alter, was bist du denn, ey? Oh, voll der harte Kerl. Zweimal Chips, klar. 41, okay. 20, 40. 1. Jetzt 2, 3. Bitte, danke, adios. Oh, und wir müssen gleich nochmal Chipsies kaufen, würde ich mal sagen. Danke. Und du kriegst erhalten 4 gesamt. Also kriegst du 50 Cent hier wieder. So. Hau rein. Na dann, lass uns nochmal schnell hier, bevor der Meister da kommt, Nudeln. Kaufen. Ja, geht ja los. Immer mit der Ruhe. Du schon wieder.
Er hat heute großen Hunger. 1,50. So. 1,50 $. Hau rein. Ja, das macht nichts, dass das für dich zu teuer ist. Alle anderen haben sich gefreut. So. 4,50. 1, 2, 3. Fair. Und 50. Adios. Moin, Meister. Ja, immer ran damit. Oh, passt doch. Danke, hau rein. Na, ich muss jetzt erstmal hier so. Zack. Fresh Nüdelchen. Hallo, Puppe. Na, alles klar oder was? Bin sofort da. Boah. Bip, bip, bip. Mit Korte, aber gerne doch. Das sind dann $13.50. Zack. Tschüssi. Oh, Lampen. Lampen? Lampen. Oh. Ach. Das soll es sein. Kannst du haben. 4,50 zurück. 1, 2, 3, 4 und 50. Wunderbar. Hau rein. Und dann... oh, hallo Baby. Oh. Aber nicht gesagt. So, dann Öl. Zack. Und da ist der Preis. 4,50. Dann sind wir jetzt bei 5,50, würde ich sagen. Alles klar. Was geht ab? Zack, zack, zack. Zack. Mit Korte, immer klar. 18. Ja, 18. Was meint ihr, wenn ich jetzt den Punkt vergessen hätte? Moin. So. Du hast Bares. Wunderschön. Jetzt kriegst du 3 wieder. 1, 2, 3. Tschüssi. Wir haben alles jetzt da. Und danach, was will er denn haben? Schönes, frisches Brot und Mehl. Müssen wir auch gleich mal wieder kaufen, würde ich mal sagen. Was will er? 50 Cent. Hier, bitte. Ach, das reißt heute gar nicht mehr ab, Leute. Er hat Mehl gekauft. Und Öl. Jawohl. Und jawohl. 9,50 geht auch ab. Zack. Ja, das Mehl war alle. Ich bestelle schon. Mehl läuft eigentlich gut. So, dann können wir schon mal was in der Hinterhand haben. Ach so, nach 21 Uhr geschlossen. Das machen wir heute mal. Auch hier. Schloss. So, was sieht's denn aus? Zufriedene Kunden, 22. Produkte nicht gefunden, einer. Okay, war auch leer. Fanden die Produkte zu teuer, auch nur einer. Zu wenig Wechselgeld. Nein. Insgesamt Kunden, 24. Hm? Supermarkt-Level, Supermarkt-Punkte haben wir plus 133 gekriegt. Das ist doch gut. Einkommen $178. Bestellkosten 82,16. Hört sich doch eigentlich gut an. Das heißt, insgesamt haben wir 95,84 Profit gemacht. Also ich find's gut. Du hältst ab heute täglich Rechnung. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst, bevor dem Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden die automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teurer die Rechnung. Alles klar. So. Wir möchten jetzt aber erstmal hier Mehl durchdingsen. Warte, das wird ja auch... ne? Mehl brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehme nochmal Nudeln, dieses da oben nochmal. Also wir brauchen Mehl kommt, dann nehmen wir nochmal Nudeln, diesen Puderzucker und dieses Müsli nehmen wir auch mal. Dann nehmen wir mal zweimal. So, dann sind wir bei 106. Zack. Okay. Eieiei, haben wir wieder viel gekauft hier, Leute. Das ist dieses neue Spezialmehl. Das, da mache ich unten alles voll. Das ist auch irgendwie besonders teuer. Ich habe immer viel von gekauft, aber macht nichts. Müsli kann man immer haben. Na los. So. Zack. Was ist das? Ach, dieses Suso-Zeugs hier. Das ist voll. Ich mach halt darüber so. Man immer haben. So, das sind Nudeln.
Könnte ich hier oben auch mal Nudeln hinschmeißen. So. Erstmal. So, dann mache ich jetzt Mehl hier rein. So, würde ich sagen. Erstmal da rein. So. Okay, und das ist auch nochmal Mehl, ne? Hm. Bewahren wir den jetzt erstmal auf. Den können wir auch hier hin tun. Geh fallen lassen. So. Zack, dann haben wir was über. 5,50 ist richtiger Preis. 3,50, 3,50. 5. Und da haben wir noch gar keinen Preis für. Was ist denn hier? 5,98. Alter. Dann sind wir hier ja schon bei 7 Euro. 7,50 Dollar. Warum geht das jetzt nicht? 7? Hallo? Will nicht schreiben. So, da bin ich wieder. Ich Trottel. Alter, ich habe beim 7,50 Dollar eingeben. Ihr habt jetzt nicht viel verpasst. Also ist alles gut. Ich habe es rechtzeitig gemerkt. Dann hier habe ich die Taste gedrückt, womit ich das immer alles stoppe. Denn oh, total blöd. Aber es geht jetzt weiter. Also ich habe den Laden jetzt gerade nur hier aufgemacht. Ne? Also hier, da seht ihr, open. Also ich habe es rechtzeitig gemerkt. So eine Scheiße. Wie gesagt, das ist alles jetzt ein bisschen Kauderwelsch. Ich habe das Mehl jetzt mal hier hingestellt erstmal. Genau, das, Ah, da kommt schon einer. Moin. Immer kaufen. Viele Ware. Ja, nehme ich. Du kriegst gar nichts zurück. Okay, hau rein. Was geht ab? Einmal Mehl nehme ich. Danke. Was kriegst du? 12 zurück. Zack, hau rein. Die laufen Doppelgänger. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir überhaupt eigentlich schon Verwaltung. Aha. Und hier gibt es auch so ein Rechnungsding. Oder? Bank. Darlehen. So sehe ich aus. Musikspieler brauchen wir auch nicht. Ah. Moin. Ach, zu teuer, zu teuer. Stellt sich auch an. So, 4,50 gibt's zurück. 1, 2, 3, 4. 50. Tschüss. Moin. Chinky Chonkies. Keine Ahnung, wie die heißen. Okay. Ciao. Lass dich jetzt einfach so kaufen. Mir wäre es jetzt teuer. Zweimal, ey. So. Zack. Was sollst du haben? 84, Gottes Willen. 50. 60, 70, 80 und 1, 2, 3, 4. Hau rein. Das ist Diebstahl. Oh, habe ich ihn 50 Cent zu... Upsa, ich hab's zu schnell. Das gibt Ärger. Naja, passiert. So, Verwaltung. Rechnung. Ach, da ist das. Hier ist aber noch nichts. Eine Produktlizenz. Kaufe ein Produkt über den deinen Computer. Hier, Wasserflaschen. 200 Dollar. Seid ihr bekloppt? Okay, also wir sparen jetzt mal 200 Dollar, habt ihr gesehen? 200 Dollar, ey. Ach, das Öl ist nicht zu teuer. Sieht sie auch an. So, was nimmst du? McCordy? Okay, geht los. Was sind denn hier 15? So. Zack. Moin, Meister. Immer die guten Nudeln mit, ja. Das Zeug ist auch nicht schlecht, ja. Noch was? Gut. Zack. War auf Kralle auch gut. So, dann gibt das hier 5. 50 und tschüss. Okay, ich glaube, wir haben es gleich. Ja. Moin. Was will er? Boah. Was willst du haben? 50 Cent. Oh, wir wollen ja auch nichts klauen. Hier, hau rein. War schon? Achso, die hat sich über das Öl echauffiert, glaube ich. Okay. Aber ich will das... Ja, dann machen wir das Öl halt ein bisschen günstiger. Dann machen wir... Marktpreis ist 4,50. Dann machen wir... halt 5. So. Alles klar, damit kann ich auch noch leben. Wir brauchen jetzt 200 Dollar, damit wir die... Ja, ach nee, hier nicht. Warte. Wo ist denn der Schrott? Da! Damit wir eine Produktlizenz... ab Supermarkt Level 3. Oh, haben wir sogar schon. Ja, moin. Ja,
Dankeschön. Das war's schon. Danke, tschüss. Nudeln sind bald alle. Auch Wahres ist Wahres. Okay, und danke. Schönen Tag noch. Schwert. Oh. Kleiner, feiner Laden. Was willst du mit Karte? Okay, dann sind das einmal 9. Ja. Tschüssi. Ah, jetzt läuft das hier mit dem Öl. 50 Cent. So, du kriegst einen wieder. Rein. Oh, das Mehl ist alle. Müssen wir gleich mal neues kaufen hier. Mehl ist halt echt. Zack. Was sollst du überhaupt? 18. Zack. Tschüss. Guten Tag. Kaufe gut. Ah, ein bisschen bücken müsst ihr euch auch noch, ne? So, was sollst du haben? 0, 0, 0. Okay. Wir kaufen jetzt schnell mal das Mehl. Alter, wir haben die 200 Dollar, aber... Ich muss jetzt erstmal noch Mehl kaufen. Kaufen wir auch gleich zweimal, ey. Zack. Nein, dann machen wir das doch mal hier. Oh, aufmachen. Ich glaube, das Mehl baue ich jetzt mal hier, oder? Ach, kommt jetzt. Ach, wir hatten auch noch Mehl, ich Trottel. Naja, hey, was geht ab? Bin schon da. Jupp. Danke, auf Karte, das lohnt sich doch gar nicht. Mini-Deren. Manometer. 9,50 Euro. Ach nee, Dollar. So, ja, nimm man alles mit da. Zack, was sollst du wieder haben? 50 Cent. Nimm mal mit. Lizenz, die kaufen wir auch noch. Aber nicht jetzt. Das darf ich jetzt gleich nicht vergessen, dass wir das schon haben. Jetzt haben wir nämlich schon 2 Kartons. Mein Meister, ich könnte mal Licht anmachen, ne? Ihr seht ja gar nichts hier. Da. Sehr schön. Das kriegst du wieder 1 Dollar. Bitte. Danke. Tschüss. Dankeschön. 1 Dollar. Tschüss. Und du auch. Was willst du mit Karte? Mit Karte wollen? Hat jemand mit Karte wollen, ne? 50. Zack. Hauen sie rein. Läuft irgendwie komisch. So. Kann ich das jetzt eigentlich auch hier rausnehmen? Ups. Nein. Ja. Ja. Bin ja schon da. Danke. Was kriegst du denn wieder? 60, 60, 70, 90, 95. Hau rein. Dann komm man ran. Also, egal, voll verrückt. Mit Karte möchte der gute Mann. Geht auch los. Zack, na komm. Wunderschön. Und du. Ja, hier diese Chippy-Chonky-Dinger, die gehen echt gut, ne? Okay. Wir hatten die Clock-Time überhaupt. Was sagt das hier? Gibt's hier überhaupt eine Uhr? 9 Uhr abends. Okay. Komme ich denn jetzt hier raus? Achso. Da. Closed. Dann können wir jetzt... Hab ich jetzt mal zugemacht, ist klar. Markt nicht, sondern... Gehen wir in die Verwaltung und kaufen die gute Produktlizenz hier. Zack. Oh, jetzt haben wir Wasserflaschen. Jetzt gucke ich einmal. Also diese Chippy-Chonkys sind noch okay. Ein bisschen Mehl können wir da hinpacken nochmal. Zack. Und zack. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt Regale und alles hätten, aber haben wir nicht. Würde ich sagen, ach, nach 9 Uhr ist ja nichts mehr auf. Also morgen müssen wir Öl kaufen und nochmal so einen Karton hier von diesen Chucky-Picky-Dingern. Brot läuft gar nicht mehr, ne? Irgendwie, also ganz wenig nur. Aber gut. Kaufe ein Regal oder einen Kühlschrank. Können wir auch nochmal machen, wenn wir jetzt Glück haben. Möbel. Kaufe ein Regal oder einen Kühlschrank. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein Regal. Aber wir haben gar kein so viel Geld dafür.
Halbes Regal. 75. Ja, dafür müssen wir erstmal Geld sparen. Aber das tun wir alles, würde ich mal sagen. Ich speichere hier. Das tun wir alles in der nächsten Folge, ne? Ich will noch ein... Da. Hier bleibt natürlich auf. So. Okay, ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo-Daumen da. Wenn ihr mögt, müsst ihr natürlich nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.